herzlich willkommen zur 5. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Hallöchen! So, ich stelle hier unsere Screens einmal auf den Dark Mode um, das ist natürlich das Wichtigste. Und dann heißt es auch schon für uns mit dieser Baureihe 422, ihr seht es, es ist die nächste Station, Hauptbahnhof, von dem wir hier Köln einfahren werden. Hauptbahnhof. Unverkennbar natürlich da. Möglichkeit zum Kölner Dom. Fernverkehr. Es besteht Übergang auf der Stadt Hauptbahnhof. Next Station. Die Leute, die Cologne Central Station. Jetzt nicht ganz Ausstieg so unwesentlich Richtung links. Exit to the left in the direction auch of travel. Vor einigen Wochen, Monaten, ja, so rühren wir sogar nicht her, dieser Wasserrohrbruch da. Oder irgendwie eingedrungenes Wasser oder irgendwas, weshalb dieses Hauptstellwerk da im Kölner Hauptbahnhof unter Wasser gesetzt hat und dann keine Züge mehr im Kölner Hauptbahnhof fahren konnten, weil alle Signale und alle Weichen ließen sich nicht mehr stellen. Bis das auf ist die schlecht. Von der S-Bahn-Strecke hier, auf der wir unterwegs sind heute. Allein hier, die Region ist ja eh sehr interessant. Auch allein deswegen, da hinten kommt ja gleich die Hohenzollernbrücke. Wir sehen sie schon. Das ist ja auch eines der größten Nadelöhre in der Region. Und um diese Nadelöhr-Situation ein bisschen zu entschärfen, ist man ja auch dabei. Hier im Kölner Hauptbahnhof. Ah, ich hätte Wachsam-Taste bestätigen müssen gerade an der Stelle. Gut. Da war ich wohl nicht wachsam genug. Aber ja, wahrscheinlich hier, ja, wir haben Vorankündigung für Langsamfahrt. Einfach mal kurz ignoriert. Aber gut, ich bin eh die ganze Zeit nur 50 gefahren, deswegen brauchst du mich jetzt gerade nichts Neues. Die Langsamfahrt, aber egal. Ich muss ja auch gerade hier dabei, zwei neue Bahnsteige für die S-Bahn hier zu bauen. Links von uns kann ich euch gleich mal zeigen. Das sieht man ja schon so ein bisschen. Angedeutet. So ein Stück vorfahren, so. 57 sollen wir bereits abbauen, also eigentlich jetzt. Ich bleib mal hier direkt stehen, auch wenn wir noch ein bisschen weiter vorfahren sollten eigentlich, aber egal. So. Und nee, das war falsch. Wenn wir in diese Ansicht gehen hier, dann habt ihr meine Maus, hier haben wir den Bahnsteig und hier seht, also hier haben wir so Bögen gespannt. Und hier seht ihr, wie hier weitere Bögen daneben gebaut wurden. Und hier daneben sollen dann noch zwei weitere S-Bahn-Gleise irgendwann mal gebaut werden. Und da draußen habt ihr das gerade gesehen, da steht noch dran, 422. Hier neben uns haben wir einen ICE-1. Also eine Baureihe 401. So, und dann geht's los für uns. 40 km/h. Eine Minute Verspätung, aber der Abfahrt, das ist doch super. Weil Verspätung lässt sich im S-Bahn-Betrieb immer so gut rausfahren. Ich kann jetzt echt nicht beurteilen, ob die Aussage ironisch gemeint war. Die war ironisch gemeint, weil bei so vielen Halten hast du ja nirgendwo Zeit irgendwie, ja, wo du mal fährst und was rausfahren kannst wirklich. Deswegen ein bisschen schwierig. So, nächste Halt ist Köln-Messe-Deutz, Kilometer 1-2. Das seht ihr auf der anderen Seite hier, in der Brücke. So, hier haben wir einen wunderbaren Sonnenuntergang wieder. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich gerne Szenarien nehme mit Sonnenauf- oder Untergang. Nächste Station ist ja dann natürlich Köln, Messe Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Richtung Hennef und Au an der Sieg bitte in die Linie S12 umsteigen. Richtung Köln-Bonn-Flughafen und Troisdorf bitte die Linie S13 oder S19 umsteigen. Next station, Cologne Trade Fair Doi. For Cologne Bahn Airport, please change onto line S13 or S19. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left in the direction of travel. So, da habe ich gerade mal ein bisschen Platz für die Ansage gelassen, damit ihr euch die auch mal wunderbar genießen könnt. Ohne dass da jemand dazwischen redet. Und ja, hier sind wir in Köln-Messe-Deutz und das ist ein bisschen zu weit gefahren. Das Halteschild habe ich leicht überschritten, aber nicht schlimm. Bahnsteig ist hier ja noch. So, ja. Aber wenn wir jetzt Punkt 18 Uhr abfahren, eigentlich sollten wir hier eine Minute lang stehen. Aber wenn wir jetzt wieder ungefähr abfahren gleich, dann sind wir doch noch relativ gut drin.
dann können wir unsere Minute Verspätung eigentlich doch noch gut rausholen. So, und jetzt hier hinter Köln-Messe-Deutz spalten sich dann die ganzen Bahnstrecken auf. Hier unsere zwei S-Bahn-Gleise werden sich gleich in mehrere Bahnstrecken aufspalten. Und auch hier die anderen Gleise 1 bis 8, wo die Fernregionalzüge halten. Die werden sich auch gleich auf mehrere Bahnstrecken aufspalten. Das sehen wir jetzt hier. Hier unten haben wir so einen blau-weißen Talent. Ich habe schon mal vergessen, wie die... Ja genau, Euro-Express heißen die, ja. Da haben wir einen ICE 3 Neo. Glaube ich. Nee, einen ICE 3 Venaro. Entschuldigung. Ja, ich komme mit den ICE 3 Typen immer durcheinander, weil ich so viele. Da muss ja nicht alles können. Ja. Da haben wir einen RRX, mit dem wir auch noch fahren. So, wir biegen jetzt hier nach links ab und nach rechts. Da geht es auf die Siegstrecke, auf der wir ganz am Anfang vom Let's Play auch schon gefahren sind. Aber da hätten wir da rechts abbiegen müssen, um drauf nicht zu kommen. In der Realität zumindest. Hier im Spiel ist natürlich nicht da. Der Name kommt gerade vor. So, jetzt haben wir ein paar Meter, wo 100 fahren dürfen. Nächster Halt ist dann Köln-Buchforst bei 4.1. Aufpassen, weil hier in Köln passiert es mir relativ häufig, dass ich einfach so ein S-Bahn halt übersehe und dann durchrusche. Muss ich wirklich aufpassen. 4-1. So, hier geht es wieder runter auf 80. So, 3-2. So ein bisschen. Das ist doch hier gleich schon 415. Nächste Station: Köln-Buchforst. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier müsste da. Da sehen wir einen Bahnsteig. Seht da, da ist der Bahnsteig. Alles in Ordnung. Haben wir uns dich verfahren? Nee. Wenn, dann sind wir eh nicht schuld, weil die uns die Fahrgestaltung falsch geleitet. Also doch, wir wären schon mit schuld, weil uns das nicht aufgefallen wäre. Rechtzeitig, aber gut. Ich bin ja auch nicht streckenkundig. Also wäre es mit schuld, also wenn jetzt sozusagen der Triebfahrzeugführer hier falsch fahren würde, weil der Fahrdienstleiter dem was anderes gesagt hatte, hätte der dann mit schuld, weil er sich bemerkt hat, oder? Nee, eigentlich ist der Fahrdienstleiter schuld. Aber der Triebfahrzeugführer, also eigentlich sollte der dem das auffallen, weil es ist natürlich auch für ihn ein bisschen doof, wenn er dann auf eine falsche Bahnstrecke kommt und dann der Zug da irgendwie umgeleitet werden muss über irgendwelche Behelfstrassen, die ja noch extra und irgendwelche Farb und weil Problem ist, die Gleise die haben ja auch eine Auslastung. Und du kannst ja plötzlich einfach mehr Platz auf den Gleisen haben, nur weil dein Zug zu aus Versehen drauf geleitet wurde. Mhm. Deswegen ist das auch mal blöd, weil dann irgendein Zug extra noch integriert werden muss, ob die. Das Gleise fort und ja, schwierig. So, Köln-Mülheim, Kilometer 5.0, ist ja nicht mal ein Kilometer bis dahin. Schlimm, schlimm, schlimm. Und dann haben wir schon die Vorankündigung. Nächste Station, Köln-Mülheim. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Es besteht Übergang zur Stadtbahn. Richtung Bergisch Gladbach, bitte die Linie S11 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Den Halt. Und auch die S-Bahn in die Gegenrichtung. Und wir sind viel zu früh da. Weil einfach diese kurze Distanz sind 3 Minuten Fahrzeit eingeplant, plus dass wir hier noch 1 Minute stehen sollen. Köln-Mülheim. Da muss ich auch sagen, dass man hierfür, für diesen kurzen Abschnitt von nicht mal 1 Kilometer, 3 Minuten braucht. Na gut, so viel zur Verspätung, Tobi, ne? Ja. Gut. Also, dass du jetzt nicht in eine Verfügung reinkriegst und deshalb Punkt Abzug. Wir dürfen jetzt 2 Minuten warten. Warum soll das denn in 1 Minute ankommen hier? Geht das, wenn du nicht irgendeine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen hast?
Nö, da war, auf der Strecke war 80 und es war die Vorankündigung für 40. Und da vorne ist dann das Signal, was Langsamfahrt sagt, also 40. Was erst ab da vorne gelten, 40 km/h. Hm. Das war also legitim, dass ich die 80 fahren darf. Ja, und ihr so? Der Kollege in die Gegenrichtung fährt schon weiter. Und wir dürfen noch ein bisschen warten. Ist ja auch ganz interessant, hier gibt es extra einen Bildschirm, der sich auftut, wo wir dann hier auch die ganzen Sachen machen können. Wir können PZB tatsächlich an- und ausschalten, hier vor Zugfunk, Buchfahrplan und sofort können wir wieder arbeiten. Ist auch ganz nett gemacht. Was ich auch gerade überlege, was bei der oder was bei der 423? Auf jeden Fall bei einer, bei einem Triebwagen konnte man sogar hinten in den Passagierraum reingehen, der wurde auch ausmodelliert. War wahrscheinlich die 423, weil ich weiß, eine von den beiden S-Bahnen war das. Aber hier bei der klappt das nicht. Oder irgendwas mit meinen Tastenkombinationen, die ich mir angelegt habe, haut nicht hin. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht oder irgendwas. Aber ich bin mein, eine von beiden war es und dann muss wahrscheinlich die 423 sein. Da wieder ein Rhein-Ruhr Express. Kann ich schon mal sagen, wir haben auf jeden Fall nächste Folge fahren. Und mit den Ansagen bei den Dingern. Alle, die ja aus NRW kommen oder die sich ein bisschen auskennen, die wissen, dass die Dinger, nehmen sie mal, wie nennen wir das mal, interessante Bahnansagen haben. Wo ich dran verzweifelt bin, wo ich war, also, ha, wen soll ich das denn einsprechen lassen von den Leuten, die ich kenne und dich dazu bewegen könnte, für mich was einzusprechen? Naja, am Ende ist Text-to-Speech geworden, weil das klang tatsächlich am besten, aber mehr dazu dann in der nächsten Folge. Da werde ich dann noch genügend darüber upragen. So, unser nächster Halt ist Köln-Stammheim bei Kilometer 7,5. Köln-Stammheim, berühmtes Gefängnis, da saßen mal so ein paar RAF-Terroristen ein. Und da reden wir einmal über RAF-Terroristen, wie man der Zwangspuls, wenn man nicht aufmerksam genug ist. Vergessen, dass man Restriktionen zu beachten hat. Was aber auch noch das zweite Sonntag ist an Köln-Stammheim, Kilometer 7,5. Dort befindet sich ein gigantischer Kilometersprung von 2 Kilometern. Also unsere Bahnstrecke wird um 2 Kilometern gedehnt. Das heißt, wir haben 2 Kilometer lang, also einen 2 Kilometer langen Abschnitt, wo überall nur steht 7,5, 7,5, 7,5. Ja, aus dem nicht Grund, zu viele Schilder gedruckt aus Versehen? Nee. Und zwar bis vor etwas über 100 Jahren hatte die Bahnstrecke von Köln Hauptbahnhof bis halt eben Köln Stammheim noch eine andere Trassenführung, die kürzer war. Und man hat das jetzt am Ende dann irgendwann später eben bei Umwandlungen hier im Knoten von Köln umgelegt. Das ganze Zeug, hier sind wir so 60. Meine Strecken umgelegt und so fort. Und dadurch ist jetzt auch zum Beispiel die Bahnstrecke hier 2 Kilometer länger geworden. Und man konnte die Kilometerierung aber nicht nochmal komplett neu machen. Das macht man einfach nicht. Die bleibt so gleich. Deswegen hat man den einfach 2 Kilometer gedehnt. Das heißt, da gibt es dann wirklich Kilometer 7,5, 7,5 plus 2, 7,5 plus 4, 7,5 plus 6. Werdet ihr gleich sehen. Das geht bis 7,5 plus 20. Ach du meine Güte. Ja, das ist so. Dezent verwirren, weil wenn du auf dem Buchplan nur steht 7,5, ja, wo innerhalb der 2 Kilometer ist jetzt der Bahnsteig? Ich weiß, dass der bei 7,5 plus 16 liegt, aber auch nur, weil ich die Strecke schon ein paar Mal gefahren bin und mir das dann gemerkt habe. Am Anfang war ich dann auch so, ja, wo ist der denn? Der Bahnsteig. Und wenn du ihn siehst, kannst du auch nur noch rechtzeitig bremsen, wenn du dann dort 120 km/h fahren darfst. Das ist natürlich die andere Sache wiederum. Dürfen wir es nicht müssen. Ja, aber wenn du nicht 120 km/h fährst, dann hast du Verspätung. Ja, gut, das ist natürlich doof. Das ist auch eher suboptimal. So. Dann rollen wir mal hier lang. Oder
auch mehr. 7, da seht ihr das, 7,5 plus 6. Nächste Station, Köln, Stammheim. Weil es auf der Regionalbahnstrecke dort in Fahrtrichtung und anders ist geblieben als bei uns. Wir müssen nämlich auf die bei uns hier achten. Erst hinter Köln, Stammheim, haben die dann dieselbe Kilometrie. So, 7,5 plus 10. Jetzt kann ich schon mal bremsen. Wie gesagt, 7,5 plus 16 ist wieder der Steig da vorne ist auch. Da ich ein bisschen eher abbremsen kann. Auch sollte ich noch schaffen. Das sollte ich noch schaffen, auch wenn es nicht der bequemste Bremsvorgang für die Leute ist. Also ich weiß nicht, sehen die Bahnsteige heute immer noch so aus? Weil irgendwie hier im Simulator sehen die ein bisschen sehr, sehr Bundesbahn-like aus. Kann ich leider nicht einschätzen und deshalb auch nicht so wirklich was dazu beitragen. Aber wenn du dir das mal ansiehst hier, sieht ja nicht aus, wie Bahnsteige heutzutage aussehen. Ja, okay, sie sind halt etwas vereinfacht. Ein weißes Schild, wo das drauf ist, heutzutage sind eigentlich blaue Schilder mit weißer Schrift. Dann hier diese Anzeigetafeln, das sieht halt aus wie straight out of the 80s. Deswegen. Ich war in den 80ern auch nicht an den Bahn, mehr an den Bahnsteig als aktuell, also daher. Ah. Aber dafür haben wir hier KS-Signale, die erst nach 1994 aufgestellt wurden. So, 11 soll man abfahren. 11 ist es auch. Sehr gut. Aber wir haben ein paar Sekunden Verspätung haben, aber ein paar Sekunden ist in Ordnung. Das liegt an der Zwangsbremsung, die ich mir vorhin eingeholt habe. Weil ich nicht aufgepasst habe. So. Und sind wir auch schon raus aus Köln. Der nächste halt ist dann nämlich Leverkusen-Chempark bei 9,4. Ja, sowas. 7,5 plus 18. So. Ja. Dafür, weil die Bahnsteig, die mir gezerrt wird. 7,5 plus 20. Und endlich 7,6. Endlich geht's ja normal weiter. So, 9,4. So, dann in Leverkusen. So, relativ gerade Strecke, aber gut. Hier drüben fahren ja auch die Regionalbahnstrecke da drüben. Neben den RRX-Zügen auch Nellzüge in Ausstieg in Fahrtrichtung links. Die rauschen hier auch quer durch die gesamte Rhein-Ruhr-Metropolregion. Ja, dann vorne ein Bahnsteig. Weil ich nicht ganz aufgepasst habe. Oh, dann mal ein riesiges Bayer-Schild. Hier ist ob hier Bayern im Sitz hinter. Und der Halt hier heißt auch Bayerwerk. Scheint so, als ob die Bahnsteige wirklich ein bisschen veraltet sind oder als ob sie einfach damals die Schilder nicht ausgetauscht haben, was ich eher nicht glaube. Ja, das war zu spät gebremst. Wie ich schon meinte, da hätte ich eher anfangen sollen. Also. Devise für die nächsten Halte, mehr auf die Strecke konzentrieren, damit nicht vier Türen über den Bahnsteig hinausrollen müssen. Uiuiui. Ui, ui. Aber anscheinend hieß der Halt hier früher mal Leverkusen-Bayerwerk und wurde umbenannt in Chempark. Aber ja, scheint so, als ob die Strecke noch ein bisschen älter wäre. Dafür aber die Züge, die hier dargestellt werden, recht aktuell. So, 14 sollen wir abfahren, wir haben es auch 14. Soweit so pünktlich. So, nächster ist dann bei 11,7 Leverkusen Mitte. Da versuchen wir mal ordentlich zu halten. Das heißt 11,7, ein Kilometer vorher bei 10,7. Also in einem Kilometer können wir anfangen mit bremsen. Und es wird eingleisig. Ja! Eingleisig. Das ist auch nur für Leverkusen. Scheiß nicht. Nur für Leverkusen Mitte hier ist es kurz eingleisig, danach ist es wieder zweigleisig. Keine Ahnung, ich verbinde, auf diesem Abschnitt eingleisig gemacht hat. Aber gut. Ich verbinde Eingleisigung wie immer mit Dampfloks. Ich weiß nicht. Also es ist irgendwie immer, wenn ich irgendwo eingleisig sehe, dann sind es immer Dampfloks, die da drauf fahren. Ja, eingleisig also sind ja die ganzen Nebenbahnen. Deswegen.
eigentlich. Ja, wo fahren heute noch Dampfloks ab? Früher fuhren Dampfloks überall. Auf der Hauptbahn. Nächste Station. Ja, aber heute nicht mehr. Mit Ausstieg in Fahrtrichtung links. Es sei denn, es ist wieder Eisenbahntreff in, was weiß ich, Bonzenheim. Ja. Deswegen. Aber halt eben die ganzen Nebenbahnen, ja klar, die sind auch in der Regel eingleisig. Gut, wir kennen ja auch hier bei uns in Sachsen eingleisige Hauptbahnen, die nicht elektrifiziert sind. Ah, das gibt's doch gar nicht. Nein. Das ist ein neuer Mythos. Eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahnen. Bahnsteig Görlitz, Berlin zum Beispiel. Die auch auf dem gesamten sächsischen Abschnitt eingleisig und nicht elektrifiziert ist. Ja, irgendwer hat da das zweite Gleis geklaut, ne? Na. Hast in der Schule aufgepasst in Geschichte? Gab sowas, nennt sich Demontage nach dem Zweiten Weltkrieg. Das haben die Besatzer mitgenommen, das zweite Gleis. Wo du sagst, da fällt es mir natürlich gerade wieder ein, ja. Na. Das haben die Besatzer mitgenommen, das zweite Gleis. Und wir Deutschen haben es nie wieder hingebaut. Weil wir es nicht benötigt geachtet haben. Oder die haben es vor allem nicht wieder hingebaut. Ne, die erst recht nicht. Die brauchten das ja für sich selber. Sonst hätten sie es ja nicht mitgenommen. Oder wollten sie jetzt Reparationsleistung haben. Weil Geld gab es ja keins bei uns mehr. War ja alles nicht wert. Aber andere Geschichte. So, 17 sollen wir abfahren. Wir stehen hier in Leverkusen Mitte. Drüben ist auch Gleise für Regionalbahnen, die erhalten können. Bietet sich ja an, dass auch mal in Leverkusen Mitte eine Regionalbahn hält. Weil klingt, als ob das relativ zentral in Leverkusen wäre hier der Halt. So, Türen können wir schließen. Dann können wir auch Punkt 17 abfahren. Nächstes heißt es dann Leverkusen-Küppersteg. Bei 13,3. Das sind nur so 2 Kilometer Schrittchen, den wir uns hier vorantasten. Nicht mal. 1,5 Kilometer sogar nur. So. Bitte entschuldigt uns das, was da unten rechts gerade zu sehen ist. Nächste Station. Wenn ihr euch das Steam Overlays aufklappen, dann Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tun sie manchmal irgendwelche Anfälle, deswegen sieht das Ding gerade so ein bisschen verbuggt aus. Oh ja, stimmt. Bei mir im Stream sieht man so. Mhm. Guckt zu, ist mir diesen Steam Overlays nicht ganz recht. Ich hatte es in der letzten Folge gesagt. Habe ich irgendwie nicht ausgeblendet bekommen und ich nehme die beiden Folgen jetzt gerade ausnahmsweise mal am Stück auf. Deswegen sind das die gleichen Aufnahmeeinstellungen wie in der letzten Folge. Und Raphael spielt wie in der letzten Folge noch immer die ganze Zeit irgendwas. Und ja. Müssen wir mitnehmen. Das möchte uns dem unbedingt mitteilen. Ja. Ein bisschen weitergefahren ins Halteschild, wenn es ein Bohlen hat, aber gut, dann halten wir eben erst ein bisschen weiter vorne, ist auch nicht schlimm. So, 19 sollen wir abfahren, das war doch super pünktlich, obwohl ich ja so reingeschlichen bin in den Halt. Nächstes dann Leverkusen-Rheindorf bei 16,1. Machen wir mal 3 Kilometer Sprung. Besser als wieder vorbeizufahren. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. 16,1. Und weiter geht's. Da tasten wir uns hier langsam nach und nach voran. Halt wie so eine S-Bahn. Ich wollte gerade was sagen, Regional-S-Bahn, so eine Regio-S-Bahn, die so Stadt und Land verbindet, aber ist eigentlich Stadt mit Stadt mit Stadt mit Stadt mit Stadt verbinden. Ne? Weil die fährt ja eigentlich von Köln, aber auch nicht vom Kölner Bahnhof, sondern ein bisschen weiter drin in Köln. Wartet die S6, mit der wir hier fahren, ja eigentlich. Und die fährt dann ja noch über Leverkusen und Düsseldorf hinaus bis nach Essen. Ne?
Deswegen ist es schon ein gutes Stückchen, was die S-Bahn hier fährt. So, 16.1 hätte ich gesagt. Aber noch gut, was die denn? Da fahren wir die 120 km/h schön aus. Hinter Langenfeld dürfen zum 140. Das ist ja wunderbar. Nächste Station, Leverkusen-Rheindorf. So, Ausstieg Meter Richtung links. Bremsen. Dieser bremse ich vorbildlich. Es ist eine Ansage. Ja. Ich habe rechtzeitig angefangen mit Bremsen. Eine Türfreigabe geben. Jetzt wird aber streberhaft. Das heißt, sobald wir stehen, können die Leute direkt auf den Türknopf drücken und die Türen aufmachen. Und hier wunderbar, wie es im Bilderbuch steht, in Leverkusen-Rheindorf halten können. So, schön bis zum Ende des Bahnsteigs vorgefahren. War doch Bilderbuch. Wie aus dem Bilderbuch. So, 22 ist Abfahrt. Haben wir noch ein paar Sekunden, ne? Wir scheinen hier von der erstlichen Verspätung jetzt auf eine leichte Verfrühung hinauszulaufen, irgendwie. Wir fahren zu gut. Ja, zu gut gibt's nicht. Es gibt nur, wie nennt man das? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist immer gut. Jo. So, der nächste ist Langenfeld. Der Langenfeld werden wir gleich auf die Verstärker-S-Bahn-Linie 68 treffen. Die zwischen Wuppertal, Düsseldorf und halt eben Langenfeld fährt. Mit der werden wir auch noch fahren auf der Abschnitt zwischen Düsseldorf und Langenfeld. Einmal hin und wieder zurück. Und aber nicht mit einer 422 wie heute fahren, sondern mit einer 423. Die kennt der ein oder andere schon nach Huch, da überholt. Die kennt der ein oder andere vielleicht schon aus Transilver 2, unserem Let's Play, was wir da hatten. Ne? Da ist mit dem ich auf der Strecke München-Augsburg aufgefahren, die 423. Das ist ein ICE-3 Velaro. Jetzt überholt. Hatten wir jetzt doch nochmal eingleisig. Über den zweiten. Den hätte ich ganz vergessen. Wusste ich gar nicht, weil es hier auch der Eingleisig ist. Ne? So, Langenfeld bei 20,7. Jetzt wollen wir mal 4 Kilometer hier lieber fahren dürfen. Ist ja unglaublich. 20,7. Hauptstrecken ist nett, aber ich mag dann mehr diese kleinen, winkeligeren Strecken. Ich finde die dann einfach auch optisch ein bisschen entsprechender. Mehr zu erleben. Ja, und dann wird hier Rausch bei dem gerade so gerade durch erleben. Hat auch seinen Reiz. Aber mit, wie ich schon mal gesagt habe, ich bin eher Fan von Nahverkehr. Zu schnell und zu automatisiert oder du fährst die ganze Zeit so weite Strecken, große Hauptbahnen, deswegen ich bin da lieber der Fan zu kleinen, schnuckeligen Regionalbahnlinien. Nächste Station, Langenfeld, Richtung Monheim-Zentrum, bitte in den Bus umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das ist ja 19.7 hier gerade, jetzt hier 20. Aber gut, da wir Ebelverfrühung haben, bestimmt, oder? Ob es ja eigentlich perfekt pünktlich gerade. Ja, dann rollen wir so noch. Bei 25 soll man da sein, wir haben es 24.50. Wascht. Genau. Hier sehen wir doch gerade, da sperrt eine 420 drauf. Also einen S-Bahn-Zug aus den 70er Jahren. Die waren ja doch noch
nicht mehr so häufig, aber doch noch in einer guten Stückzahl durch Deutschland. Und die fährt auch eigentlich auf der S68. Die ist aber nur ein Deko-Zug in zum Süd-Rhein, den kann man nicht selber fahren. Deswegen. Also so ein Zug, der ab und zu am Bahnsteigrand steht. Ja, oder halt eben einfach durch die Gegend fährt, aber du kannst ihn nicht selber fahren, einfach weil der nicht ausmodelliert ist von innen, der hat kein Cockpit fort. Ja. Deswegen sind hier halt eben einige S68 mit so einer 420 dargestellt. Und die S68, die man auch selber fahren kann im Szenario, die sind eben mit einer 423 dargestellt. Was zwar nicht realistisch ist, aber hat man immer mal einen anderen S-Bahn-Zug als die 422, mit dem man fahren kann. Damit man diese S-Bahn nämlich auch fahren kann, weil wäre zwar schön, wenn alles 420er wäre, aber wenn man mit der nicht fahren kann, dann bringt das ja einem ja auch nichts. So, Türen schließen. Ach, 26 soll man erst abfahren. Dann sind wir noch perfekt pünktlich. Ich glaube, es sind 25 ankommen und 26. Dann ist ja alles super. So, 22.07 haben wir dann Langenfeld-Berghausen. Und wir dürfen ab jetzt auch 140 km/h fahren. Ich glaube, die werden wir auch gar nicht erreichen. Das Langenfeld-Berghausen. Wir sind nicht mal bei 2 km bis dahin. Ich glaube, wir werden später für später abschicken, aber die 140 sehen. Nächste Station, Langenfeld-Berghausen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt heißt schon der Bremse, weil vorne erblicke ich schon so leicht einen Bahnsteig. Und den wir natürlich halten sollten. Am Anfang. Und rollen wir jetzt ein bisschen langsam hier rein, aber passt schon. Soll ich noch die weitere Zugwachbremse oder wirklich in die Eisen gehen? Da würde ich stehen bleiben. Wäre zumindest vorteilhaft. So. Schauen wir mal. Aber ja, sind noch gerade so stehen geblieben. Alle Türen sind noch drauf. So weit, so gut. So. 29 ist Abfahrt. Dann kann man noch eine Minute Däumchen drehen. So, hier sieht es ein bisschen industriegebietmäßig aus. Hier links und rechts überall so große irgendwelche Lager- oder Fabrikhallen. Wenn ihr übrigens vielleicht mal sehen wollt, wie wir solche Lagerhallen bauen, dann schaut da gerne beim Bausimulator 2022 vorbei, beziehungsweise ohne das 2022, aber es gibt so viele Bausimulatoren, da muss man das 2022 dazu sagen. Ja. Schau da gerne vorbei, wir spielen Multiplayer, es ist sehr lustig. Es gibt sehr viele Bausimulatoren. Bausimulator 2015, Bausimulator. Hast du mal die Liste auf YouTube angeschaut, wie viele Spiele man alleine auswählen kann, wenn man Bausimulator eingibt? Nee, habe ich nicht. Die ist ewig. Ja, das sind die einzig wahren Bausimulatoren. Die von Weltenbauer. Und dann überholt von einem ICE 3 oder ICT? Der hat sich gerade schon mal überholt. Ein IC3. Nee, es war ein IC3 Velaro. Das ist auch ein IC3 hier. ICT hat noch ein bisschen. Velaro ist? Der hat noch eine kleine Schnauze. Ja, IC3 gibt es ganz viele Züge, die dazugehören. Hier gibt es IC3, IC3M, es gibt ein IC3 Velaro, es gibt ein IC3 Neo, es gibt ein IC3 Velaro D. Das sind alle IC3 unterschiedlich oder und jeder Zug davon ist anders. Nur der IC3 und der IC3M, die sind fast gleich. Der einzige Unterschied ist, dass der IC3M nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern fahren kann, weil der auch Stromabnehmer für andere Länder hat. So, 24.7 ist der nächste Halt. Ja, da sind wir schon in Düsseldorf. Düsseldorf, hallo. 24.7. Und wieder unterbremsen. Nächste Station, Düsseldorf-Hellerhof.
Ausstieg in Fahrtrichtung. Also, IC3 ist immer schwierig. Die ganze Familie da. Weil irgendwie sind alles komplett unterschiedliche Zugtypen. Und teilweise auch komplett unterschiedlichen Hersteller, aber irgendwie gehören die alle in die IC3-Familie rein. Keine Ahnung, was sich das ausgedacht hat. Ich finde das mit IC1, IC2, IC4 und ICET ein bisschen einfacher. Weil die sind alle einheitlich. Gut. IC4 gibt es in 3 unterschiedlichen Längenkonfigurationen. Und ICET gibt es in 2 unterschiedlichen Längenkonfigurationen. Aber ansonsten ist der Zug immer gleich. Nur mit IC3 da ist es ein bisschen komplizierter. So, unsere Haltetafel hier vorne. Da stehen wir. So, dann kommt Düsseldorf Garat 26.1. 31. Mal da sein, das passt von der Zeit. Wir sind pünktlich, Tobi, wir sind pünktlich. Ja. Dann, Türfreigabe wieder raus und wir wollen weiterfahren. So, dürfen wir. 26.1 ist der nächste Halt. Ist ja noch weniger, das sind nur noch nicht mal mehr 1,5 Kilometer bis dahin. Kurz die Abstände hier, kurz. Sie kommen schon. Ah gut, das ist halt S-Bahn, ne? Da ist natürlich in jedem Stadtteil wieder. Weil ich sagen muss, es ist hier sehr, sehr begrünt ist für Stadt eigentlich. Nächste Station. Sei mitten in Düsseldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, da vorne ist sofort ein Bahnsteig. Nicht mal gerade mal 100 erreicht haben wir. So. Jetzt kommen wir. Jetzt lugen wir langsam die Häuser in den Bäumen. Aber wir sind immer noch sehr weit am Stadtrand hier befinden und das halt drauf. So kleine Ein- und Mehrfamilienhäuser hier ein. Doch relativ viel Grün. So. 33 soll mal da sein. Oh, wir sind ja immer noch wunderbar pünktlich. Nicht wie anderen Folgen, wo wir schon mit Verspätung losgefahren sind. Ich würde sagen, das wird mal wieder eine hochprozentige Folge. Na. Letzte Folge war das ja ein bisschen das Gegenteil. Wo wir schon mit 2 Minuten Verspätung losgefahren sind. Und dann noch solche Sachen wie Vorsichtssignal und rotes Signal und sowas reingeknallt bekommen haben. Wollte auch keine Komplikation oder irgendwas. Wo ich ja sagen muss, für ein bisschen mehr Action und damit immer ein bisschen mehr gesehen, habe ich ja den Chaos-Faktor auf maximal, auch wieder auf 10%. Deswegen ist es gar nicht so abwegig, dass hier auch mal was irgendwie bei uns im Spiel passiert. So, nächster Halt. Auf Benrad 28.5. Chaos-Faktor heißt 10 von 10%, das heißt, es ist einfach in 10% aller Fälle passiert was? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung genau, wie der berechnet, aber ich habe den einfach maximal hochgestellt. Okay. Stand wäre das 2%. Das ist schon ein relativ realistischer Wert. Irgendwie aber 28.5. Komm, 40 Kilometer. Weil ich. Nächste Station: Düsseldorf-Benrath. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Vielleicht immer 140 hier. Schön wär's. 140 noch im Tausch sehen würden. So, auch wieder Regionalverkehrshalt. So, oh Gott, ein bisschen zu früh. 36 sind wir 30, wir haben 35. Ja gut, passiert. Dann warten wir halt eine Minute.
ich roll extra langsam hier den Bahnsteig ein. So, schön mit 13 km/h hier langrollen. Guck mal, eine halbe Minute haben wir schon wieder an Verführung weggemacht. Verführung weggemacht. Ja. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ausdruck dafür, ist. Dann haben wir die Verführung irgendwie, ja, weggemacht, indem wir einfach langsam gefahren sind. Jetzt gerade. Jetzt haben wir 36, da kann ich die Türen auch gleich wieder schließen. Das ist doch nicht, dass das bei 31.0. Das heißt, wir haben 3,5 Kilometer. Das sollten sich 140 km/h vielleicht sogar machen lassen. Jo. Machen wir mal. Mit los dann. Ob ich das schaffe, die 140 hochzukommen, ohne dass ich schon vorher runterbremsen muss. Aber ich glaube, es ist drin. Du kommst auf jeden Fall auf 140. Die Frage ist nur, ob das legal wird. Ja, ob ich dann noch rechtzeitig bremse. Bremsen kann. Das ist die Frage. 140 kommen in dem Zug. Der Zug darf auch 140 fahren. Der hat als V-Max 140 zugelassen. Also das ist kein Problem. Wir haben noch 100 Problem mit 140. Können wir den Zug auch noch höher beschleunigen, nehmen, nur wäre das dann verboten, ne? Weil der Zug darf keine Zulassung hat für mehr als 140 kann. So, 31.0 und die Hektometertafel machen. An 200 Meter muss ich bremsen. Ja, das sind sie. Nächste Station, Düsseldorf-Reisholz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oho, Ausstieg rechts mal ausnahmsweise. Kein Mittelbahnsteig, nein, Außenbahnsteig haben wir hier in Düsseldorf-Reisholz. Aber wir haben nur 140 auf dem Tacho gesehen. Weil mit den 140 ist auch gleich wieder Ende. Und dann Düsseldorf Ellau Süd und danach wird es langsam mit 180 oder 90 km/h dann. Da stehen wir. 39 ist nochmal. Boah, für Zeit. Was ist denn hier los? Wir haben jetzt Zeit übrig. Ich dachte besser schon ist keine Zeit mehr übrig. Ich dachte schon am Anfang der Folge, oh Gott, ich starte mit einer Minute Verspätung, die wird sich ja nur drauf summieren, aber Quatsch. Haben die ja noch in Köln rausgefahren. Und jetzt stehen wir die ganze Zeit mit Verfrühung rum. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, und du so? Ich warte. Bis ich weiterfahren darf. Von der Zeit her. Ja, ich warte auch, dass es weitergeht. Satz 39, Türen zu. Mal meine Maus wegmachen. Ja, wo ist jetzt meine Maus ganz verschwunden? Wo ist die hin? Da. Mach ich mal so ein Bild raus. Ist gerade irgendwas gegen dein Mikro geschlagen? Nee, ich habe meine Maus auf dem Tisch aufgeklatscht. Wird die reagiert. Meine Maus hat die Angewohnheit, dass wenn ich die eine Weile lang inaktiv rumliegen lasse, dass sie nicht mehr reagiert. Und ja, klopfen und bewegen, damit sie wieder merkt, ich muss aufwachen. Bleib zum Aufstehen. Na. Du musst die Mauszeiger wieder bewegen können. Du musst die Maus aufstehen. So, 33,5. Ich wäre schon dafür, dass die Maus liegen bleibt, aber sie müsste halt zumindest wach sein. Ja. So, dann geht's dann langsam Richtung Düsseldorf weiter rein.
in Richtung der Moderation. Nächste Station, Düsseldorf, LR Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Da vorne haben wir gleich schon wieder den nächsten Halt. Steckt in den Büschen hier der Bahnsteig. Hast du kaum gesehen. So, Türfreigabe schon mal setzen. Also falls ihr aus der Region kommt, bitte mal beschreiben, ob die Bahnsteige immer noch so aussehen. Oder ob tatsächlich, also ja, da älteren Zeit hier entsprungen sind. Simulator. So. 42 geht's weiter. Ich habe gerade was gesehen. Eine Werbung hier an der Tafel, aber die kann ich gerade nicht mehr sehen. Ich die hier? Doch, da sieht man es hier leicht. Da irgendwas mit Zuse, jetzt auch mit ETCS. Aber ja, das stimmt. ETCS ist auch in Zuse integriert, aber ETCS kenne ich tatsächlich nur sehr wenig. Also ich habe mich immer zu belesen, aber ich schlau geworden mich auch draus nicht. Aber gut. Da ich eh keine Fernzüge so fahre und ETCS auf Regionalbahnstrecken in Deutschland, das ist noch ein Witz. Oder allgemein ETCS-Ausrüstung in Regionalzügen, das ist ja noch ein Witz. Das ist aber längst nicht zu denken. Wir sind nicht sowas wie die Schweiz oder so, die sowas, glaube ich, fast schon als Standard hat. Sollte man auch nicht. Also für die, die nicht wissen, ETCS ist das European Train Control System. Das ist ein Zugsicherungssystem, das in der gesamten EU und in der Schweiz querbeet durch eingeführt werden soll, um einfach innerhalb der EU und der Schweiz Zugfahrten einfacher zu machen oder nicht für jeden Zug neue Zugsicherungssysteme und so ein Zeug brauchst. Aber die Deutschland ist nur verpflichtet, bis 2030 alle Bahnverkehrsstrecken, die heutzutage mit LZB schon laufen, dass die alle ETCS bekommen. Das sind bei neuen Fernverkehrsprojekten zum Beispiel. Und auch immer ETCS ausgerüstet sind. Das ist schon wunderbar. Ich habe den Vorknöpfung noch nicht gesehen. Nächste Station, Düsseldorf. Richtung Düsseldorf. Bitte in die Linie S1 einzusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Länger beim 1000 Hertz Überwachung. Jetzt vielleicht auf die Finger haut, wenn wir nicht unter 85 kommen. Innerhalb der 23 Sekunden. Aber auch geschafft. So, und da haben wir Düsseldorf Oberbilk. So, jetzt hat hier eine andere S-Bahn-Strecke eingemündet. Ich habe gerade vergessen. Genau, aus Solingen, richtig. Die S-Bahn-Strecke aus Solingen. Die hat hier eingemündet gerade. Unsere Bahnstrecke. Nabel, knapp, knapp, knapp. Ganz klein bisschen knapp. Aber passt gerade noch so. Auch wenn die Bremse nicht mehr schön war. So, ihr merkt, hier werden langsam ein paar Merkgleise, mit anderen Worten. Wir nähern uns dem Hauptbahnhof und auf dem elektronischen Buchverplan sehen wir es auch schon. Düsseldorf Hauptbahnhof. Da sollen wir auch schon gleich sein. Nächster ist dann noch Volksgarten, dann kommt auch schon Hauptbahnhof. So, Türen zu und dann geht's weiter nach Düsseldorf Volksgarten. Kilometer 4,6 ist das dann. Hier drüben für einen Zug. Ah, das ist ein Nerd. Ein Abellio? Oder was ist das? Ich kenne die Bahn jetzt auf einem Design leider nicht. Da kenne ich nicht. Abellio war es nicht. 80 als Vorankündigung. Gut, dann gehen wir runter auf 80. So, wir müssen noch irgendeine S-Bahn-Strecke ein. Nächste Station: Düsseldorf und so Volksgarten. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich
Das Übliche halt. Hier kommen die ganzen Bahnstrecken zusammen. So. Und da haben wir schon die Bahnstrecke. Und das sind doch Volksgarten. Der Bahnstrecke geht ein ganz gutes, langes Stückchen, aber wir sollten noch vor dem Ausfahrsignal halten. Ne? Noch wenn der Bahnsteig erst da vorne zu Ende ist. Das wäre zumindest ganz hilfreich. Dass wir noch sehen können, falls uns die Ausfahrt wieder weggenommen wird. Aber noch haben wir die Ausfahrt. Denn auch das Einfahr-Vorsignal für Düsseldorf Hauptbahnhof, weil der ist ja schon 1 Kilometer, uns langsam fahrt. 40 km/h sagt. Ja, einfach Vorsignal. Mit verkürztem Bremsabstand sogar. Unglaublich, du. Unglaublich. So, 47 zum Abfahren, haben wir nochmal Zeit. Also überhaupt dieses gelbe Pünktchen, dieser verkürzte Bremsabstand bedeutet, dass das Hauptsignal weniger als 1 Kilometer entfernt von uns noch steht. Und sollten wir hier irgendwie durchrauschen und dann irgendwie runterbremsen müssen, die 40 km/h, also wissen, wir haben weniger Zeit dazu. Einfach weil das Signal halt eben eher kommt, als es nach Regel kommen sollte. Kollege in die Gegenrichtung. Und der Rhein-Ruhr-Express mal wieder. Irgendeine RRX-Linie. Und dann sind wir schon in unserer nahen Etappe unterwegs. Auf dem Weg zum Hauptbahnhof von Düsseldorf, wo wir überpünktlich ankommen werden, wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit überpünktlich sind. Oder ich vergesse die Wachsam-Taste zu drücken. Du kriegst hier natürlich eine Zwangsbremsung rein. Aber ja, ich hätte vielleicht die Langsamfahrt bestätigen sollen. Das wäre eine Idee gewesen. Ich habe noch drüber geredet. Da wäre schon wieder eine S-Bahn-Strecke. Ja, gut. So, weiter geht's. Jetzt dürfen wir eh nur noch 40 km/h fahren, dank Restriktionen. Gut, mehr ist ja so oder so nicht erlaubt. Nächste Station, Düsseldorf Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu den anderen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Schleich mal übers Gleisvorfeld. Riesiges Wirrwarr hier aus Oberleitungskabeln. Da haben wir ein ICE-3. Entgegengeschlichen kommt. Und da sehen wir auch schon ganz schön breit Hauptbahnhof hier in Düsseldorf. 17, 18, 19, 20 Gleise scheint er zu haben. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Und wir halten hier auf Gleis 14. Und dann geht es für uns gleich noch ein Stück weiter und dann hinter dem Hauptbahnhof hier von Düsseldorf erwartet uns unser Streckenende, an dem wir dann auch enden müssen. So, hier stehen wir aber erstmal. Oh. Wir sind sogar anderthalb Minuten zu spät. Oh. In der Ankunft. Aber wie geht das denn wir sollen jetzt? Erst jetzt gleich in 5 Sekunden abfahren. Weil wir eigentlich 2 Minuten hier stehen sollten. Ne? Ja gut, so viel zu, wir werden hier überpünktlich ankommen, weil wir eh überall überpünktlich waren. Ne? Woran hat's gelegen? An der Zwangsbremse, würde ich sagen. Ah, gut.
so, die andere S-Bahn fährt auch raus. Und wir fahren jetzt weiter in Richtung Essen. Beziehungsweise bis zu dem nächsten roten Signal, was dann gleich schon kommen wird. Römer den Kollegen. Weil er schon langsamer fahren darf als wir. Und dann haben wir schon das gelbe Vorsignal. Kurz einen Bremsabschluss, das heißt, ich gehe mal stärker in die Eisen. Oh, wir haben schon Vorsignalwiederholer. Ich gehe mal noch ein Stück mehr die Eisen. Ich fahre mal auf Sicht. Ja, da haben wir schon rot. Und dann sehen wir auch schon das Map-Ende. So, und hier unten geht es nach Wuppertal, nach Essen. Und oben die Strecke, wo der Kollege drauf gefahren ist, da geht es nämlich nach Wuppertal. So, hier unten ist Essen und da oben geht es nach Wuppertal. So, wir haben ein Ergebnis von 0%. Wir hatten 3 Zwangsbremsungen, 6-mal Abfahrt ohne Auftrag, maximal 1 Minute Verspätung, durchschnittlich aber 3 Minuten Verspätung, 3-mal schlechter Fahrstil, 76% für Abzug für zu hohe Geschwindigkeit. Ja. Ja, man fährt mal ein bisschen schnell. Man hier so ein paar kleine Geschwindigkeitsspitzen, mal so 1, 2, 3 km/h zu schnell gewesen. Denn hier, das war natürlich doof. Da ich da hochbeschleunigt habe und nicht gesehen hatte, dass da irgendwo schon eine Ankündigung für 100 war. Und dann war plötzlich 100, wir waren noch 130 km/h schnell. Und auch runterbremsen mussten dann direkt. Ja, aber an sich muss ich sagen, ging die Strecke ganz gut. Ich hatte zwischendurch das bisschen Gefühl, dass sie ein klein wenig zieht, aber gut. Das kann natürlich sein, wenn man eine Stunde lang mit der S-Bahn quer durchs Ruhrgebiet fährt. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann mit dem Rhein-Ruhr-Express RRX fahren werden. Auch zwischen Köln und Düsseldorf, aber in die Gegenrichtung, also von Düsseldorf nach Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.